Guten Morgen zusammen. Ihr wisst bereits, dass ich heute arbeiten muss. Das passt aber zu diesem grässlich grauen Tag. Ich habe heute Morgen echt mal das volle Programm aufgefahren. Ich meine, klar, duschen, Haare waschen, auch rasieren und so. Und Haare halt auch machen, wirklich. Frisieren einigermaßen. Die sind zwar im Moment ein bisschen zu lang, aber okay. Mir ist einfach aufgefallen, dass ich mich in den letzten Wochen doch sehr habe auch äußerlich gehen lassen und ja, das gefällt mir überhaupt nicht mehr und deswegen versuche ich das jetzt aktiv zu ändern, indem ich nicht immer meine ungemachten Haare unter einer Kappe verstecke und mir denke, auch so ein bisschen 3 Tage Bart ist schon okay. Nein, es wird wieder Zeit für einen deutlich geflechteren Auftritt hier und ja, ich denke, euch wird auch aufgefallen sein, dass ich mir doch sehr egal geworden bin in den letzten Wochen. Aber das werden wir jetzt versuchen zu ändern. Beziehungsweise ich werde es versuchen zu ändern. Was ich aber auch nicht geschafft habe zu ändern, ist, dass ich knapp dran bin. Also Leute, ich muss dringend zur Arbeit und wir sehen uns dann einfach gleich. Kommt gut in den Tag. Ihr könnt es euch denken, ich bin zu Hause. Ihr könnt es euch denken, es ist spät geworden. Ich habe heute noch einmal die Nachhilfebekannte abgeholt, weil die hier ein bisschen Zeug vergessen hatte und wir uns ansonsten in nächster Zeit planmäßig erstmal jetzt in den nächsten Tagen nicht sehen und deswegen ist sie heute Abend dann nochmal vorbeigekommen, aber das heißt, ich bin direkt nach der Arbeit zum Hauptbahnhof, habe sie eingesammelt und so weiter und so fort, das alte Spiel. Ja, sie hat heute ihre Klausur geschrieben und sie hat bestanden und zwar mit Bravour, obwohl sie selber nicht davon ausgegangen ist. Aber natürlich, ich habe immer an sie geglaubt, das habe ich wirklich. Es war ein Thema, mit dem sie sich sehr, sehr schwer getan hat. Aber sie hatte es diesmal einfach richtig drauf. Und das ist doch schön. Mal so ein bisschen ein paar positive Neuigkeiten. Ansonsten werden morgen die nächsten Komponenten für meinen Rechner ankommen. Es tut mir leid. Dieses Bäuerchen widme ich Chris. Es ist für dich. Es werden morgen die nächsten Komponenten für meinen Rechner ankommen. Ich kann Gott sei Dank Pakete an die Lieferadresse meiner Arbeit schicken lassen ins Lager. Das heißt, ich muss hier dann nicht morgen noch irgendwelchen Paketen und so hinterherrennen, sondern ich kann einfach morgen Mittag dann, wenn das hoffentlich geliefert wurde, zu uns ins Lager gehen eben und das abholen. Es ist der Prozessor und der Arbeitsspeicher. Ich werde meinen Rechner noch mal ein bisschen genauer thematisieren. Ich weiß nicht, wen das alles interessiert, aber mich interessiert es. Für mich ist es sehr, sehr spannend, da es auch der erste Rechner ist, den ich selber wirklich komplett zusammenbaue. Ja, aber wenn man erstmal so 1,5 Jahre in der Branche arbeitet, dann ist man doch schon reichlich angefixt. Ja, was gibt es ansonsten noch zu sagen? Gerade gar nicht viel. Ich bin ziemlich müde und erschossen. Ich werde heute früh ins Bett gehen. Aber jetzt gleich werde ich mich erstmal noch ein bisschen auf das bequemste Sofa der Welt chillen und werde ein bisschen Fernsehen gucken und entspannen. Der Vlog von gestern ist hochgeladen. Es hat sich in meinen Augen gelohnt, da ein bisschen den kleinen Roadtrip zum Hauptbahnhof zu filmen, einfach weil es dann doch mal wieder was anderes war. Das war schön. Ja, und ich habe einen jemanden, der mich guckt, von dem ich nicht weiß, wer es ist, der mich kennt, den ich auch kenne, aber nicht unter diesem Namen. Wahrscheinlich habe ich bin noch einfach ein vergesslicher Trottel. Ich habe es vergessen oder übersehen. Ich glaube, er spricht sich Ragno aus. Wahrscheinlich, ich kann es einfach nur nicht zuordnen und bin ein Trottel. Falls wir uns persönlich kennen und es scheint so, dann tut's mir leid. Ja. Aber falls wir uns kennen, weißt du, wie ich bin. Und ich bin halt einfach vergesslich. Ja, mehr fällt mir gerade wirklich nicht ein. Ich werde jetzt für heute hier den Sack mal zumachen, wie ich ja immer so schön sage. Würde sagen, wir sehen uns einfach morgen früh beim neuen Daily Vlog, Leute. Bis morgen.